Ja, Mahlzeit, liebe Studenten. Ich hoffe, es hat gut geschmeckt, gerade in der Mensa. Wir machen weiter mit der Klassifizierung von Differentialgleichungen. Gut, im vorigen Video hatten wir ja gesagt, dass man die Differentialgleichungen erstmal ganz grob unterteilt in gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen und dass diese Unterscheidung vorgenommen wird, indem man die unabhängige Variable betrachtet. Ja, und jetzt kommen wir zu einer feineren Unterscheidung und diese Unterscheidung nimmt man vor, indem man die abhängige Variable, also y, untersucht. Gut, und die erste Unterscheidung ist die Unterscheidung in lineare und nichtlineare Differentialgleichungen. Ja, was heißt das? Bei einer linearen Differentialgleichung ist weder die abhängige Variable y noch eine Ableitung von ihr das Argument einer Funktion. Ja, was das bedeutet, erkläre ich gleich genauer. Allerdings ein Beispiel steht ja schon an der Tafel. Und zwar ist ja da die erste Ableitung von y das Argument der Logarithmusfunktion. Und somit ist diese Differentialgleichung nicht linear. Es gibt allerdings noch ein zweites Kriterium, was erfüllt sein muss, damit man von einer linearen Differentialgleichung sprechen darf. Und zwar darf nicht ein Produkt auftreten aus den Ableitungen der gesuchten Funktion. Und genauso wenig darf ein Produkt auftreten aus der gesuchten Funktion und einer ihrer Ableitungen. Also fassen wir nochmal zusammen, weder die gesuchte Funktion y noch eine ihrer Ableitungen dürfen das Argument einer Funktion sein und es dürfen keine Produkte auftreten aus verschiedenen Ableitungen bzw. aus einer Ableitung und der gesuchten Funktion. Gut, dann beginnen wir jetzt mit den Aufgaben und da habe ich euch schon ein paar Aufgaben vorbereitet. Die erste Differentialgleichung ist nicht linear, weil die zweite Ableitung quadriert wird. Oder anders ausgedrückt, die zweite Ableitung ist das Argument einer anderen Funktion, nämlich der Quadratfunktion. Es gibt allerdings noch einen zweiten Grund, warum diese Differentialgleichung nicht linear ist. Und zwar wird ja die gesuchte Funktion y ebenfalls quadriert. Das heißt, sie ist ebenfalls das Argument einer Funktion, nämlich der Quadratfunktion. Ja, wir haben also zwei Gründe, warum diese Differentialgleichung nicht linear ist. Ja, ein Grund hätte schon gereicht, aber wir haben hier eben den Sonderfall. Da gibt es sogar zwei Gründe für. Kommen wir jetzt zur zweiten Differentialgleichung. Hier wird die Wurzel aus der ersten Ableitung gezogen. Das heißt, die erste Ableitung ist das Argument der Wurzelfunktion und somit ist auch diese Differentialgleichung nicht linear. Kommen wir nun zur dritten Gleichung. Hier ist die erste Ableitung der gesuchten Funktion, also y', das Argument der Exponentialfunktion. Somit ist auch diese Differentialgleichung nicht linear. Die vierte Gleichung ist nicht linear, weil die gesuchte Funktion y das Argument der Logarithmusfunktion ist. Die fünfte Differentialgleichung ist nicht linear, weil die zweite Ableitung der gesuchten Funktion, also y', das Argument der Sinusfunktion ist. Die sechste Differentialgleichung ist nicht linear, weil hier ein Produkt aus verschiedenen Ableitungen auftritt. Nämlich das Produkt y' mal y'. Die siebte Differentialgleichung ist nicht linear, weil hier ein Produkt vorkommt aus der gesuchten Funktion y und einer ihrer Ableitungen. Bei der achten Differentialgleichung, da muss ich aufpassen. Die sieht nämlich so aus, als wäre sie nicht linear. Ja, warum sieht die nicht linear aus? Weil die gesuchte Funktion y quadriert wird und zweitens, weil ich da ein Produkt habe aus der gesuchten Funktion y und einer ihrer Ableitungen. Also zwei Gründe, warum diese Differentialgleichung so aussieht, als wäre sie nicht linear. Aber ich kann ja kürzen durch y
und dann habe ich da eine lineare Differentialgleichung. Ja, also das ist ein Gegenbeispiel, da muss ich ein bisschen aufpassen. So, zum Ende des Videos machen wir Folgendes. Wir haben ja gerade die Definition einer linearen Differentialgleichung kennengelernt. Die steht oben rechts an der Tafel und die kann man auch als Formel schreiben. Und wenn ihr euch das mal anguckt, da habe ich erstmal überall gelbe Pfeile dran gemacht. Und diese gelben Pfeile bedeuten die gesuchte Funktion y bzw. die Ableitungen. Ne? Also y', y'. Bis hin zur Entenableitung. Ja, und unter die Formel, da habe ich nochmal die Definition der Linearität in Kurzform angegeben. Also erstens, die gesuchte Funktion y und ihre Ableitungen, die dürfen nicht das Argument einer Funktion sein. Und das sieht man ja auch an der Formel. Also y, y', y'. Und so weiter, die stehen immer alleine da. Die werden also nicht potenziert, radiziert. Die sind auch nicht im Exponenten oder im Logarithmus oder Argument einer Sinusfunktion. Die sind immer ganz alleine. Ja, und deshalb ist schon mal die Bedingung Nummer 1 erfüllt. Das sieht man also an der Formel. Ja, und die zweite Bedingung für Linearität, die lautete eben, es dürfen keine Produkte vorhanden sein aus Ableitungen, also sowas wie zweite Ableitung von y mal erste Ableitung von y. Ne? Und es dürfen keine Produkte sein zwischen Ableitungen und gesuchter Funktion. Also sowas wie zweite Ableitung von y mal y. Ja, und das sieht man ja hier an dieser Formel. Sowas ist ja nicht in der Formel vorhanden. Gut, da sagen jetzt manche, da sind aber ganz viele Produkte in der Formel. Ja, aber ich habe ja gesagt, das, was verboten ist, das sind Produkte zwischen den Ableitungen, also sowas wie y' mal y'. Ja, aber wenn einer der beiden Faktoren ein Term von x ist, dann ist das kein Problem. Und das sind ja alles Terme von x, die vor den y's stehen. Also f0 von x, f1 von x, f2 von x, das sind alles Terme, in denen kein y drin vorkommt und deshalb ist das kein Problem. Ja, das sind alles Terme von x. Ja, und solange da nur Terme von x stehen, ist das immer noch eine lineare Differentialgleichung. Da darf bloß nichts davor stehen mit y, ja, sodass also in beiden Faktoren des Produktes irgendwie y vorkommt. Dann habe ich keine Linearität mehr. Gut, aber diese Faktoren, die davor stehen, die gucken wir uns im nächsten Video an. Hier sind wir erstmal fertig.